Yo Leute, was los hier? Ein kleines Update-Video von mir. Ich war ja in der letzten Zeit ziemlich, ja, mehr oder weniger aktiv in YouTube unterwegs. So, in einer Woche 2 Videos, heilige Maria, ey. Ja, aber jetzt hat, ja, wird's langsam wieder ziemlich knapp, gell? Ja, es liegt einfach daran, dass ich einfach keine Zeit habe. Ich habe zwar Lust, aber einfach keine Zeit. Ich habe ja jetzt seit gestern, also seit dem 25. habe ich jetzt endlich Urlaub, 5 Wochen und dann auch mal 2 Wochen arbeitslos und danach beginnt die Schule am 13. September. Das heißt, ich habe jetzt 7 Wochen frei, ey. Leck mich o Morsch, du, ey. Heilige Maria, ey. Ja, und ja, warum ich keine Zeit habe, folgendes. Ich muss halt jetzt noch einiges erledigen, aufgrund, dass ich jetzt bald die Schule beginne. Das heißt, mit der Agentur für Arbeit und ganzen Versicherungen und so ändern sich ja, weil ich ja dann auf Schule gehe und da kann ich ja jetzt nicht mehr so viel einbezahlen, als wenn ich jetzt arbeiten täte und jetzt auch noch, ich mache ja einen externen Vorkurs für die Boss. Das heißt, ich mache den Kurs einfach am Computer. Und der läuft am 31.07. läuft er ab, deswegen bin ich da jetzt auch nochmal ziemlich kräftig am Lernen, damit sich auch das lohnt. Das hat ja auch natürlich Geld gekostet. Nichts ist umsonst hier auf der Welt. Ja, und ja, das letzte Video war ja Terroranschlag in Frankreich und was in der letzten Zeit hier in meiner Umgebung hier sich abgespielt hat, ist ja nicht normal, gell? Erst in Würzburg, eigentlich die nächstgrößere Stadt eigentlich von mir, der bekloppte Axtläufer. Dann in München, der Amokschütze. Und dann in Reutlingen, der mit dem Dönerspieß. Dann habe ich gestern noch mitbekommen, in Ansbach, der sich in die Luft gesprengt hat. Alles ganz normal, ey. Ja, ja, das macht mich doch ein bisschen sad, weil es ist ja doch ziemlich nah bei mir. Vor allem in Stuttgart ist einer, also Reutlingen liegt ja bei Stuttgart und in Stuttgart ist ein Kollege von mir, der da studiert. In Ansbach ist einer, der dort arbeitet. Dann Würzburg halt eben, kennt man ja. Aber es werden bald neue Videos kommen. Ich hab schon 6 Videos in Planung, also ich habe im Kopf, was ich machen werde. Wird geil. Wie gesagt, 7 Wochen habe ich jetzt frei und dementsprechend müsste ich eigentlich Zeit haben, jetzt halt eben nicht die erste Woche, weil ich halt eben noch viel zu tun habe. Aber ihr könnt euch schon bald freuen auf neue Videos und ja, und das sage ich mal, Leute, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Mal, ciao.